Herzlich willkommen, Jungs und Mädels, zu einem weiteren Teil von Wolfenstein 2 The New Colossus. So, unsere Waffe erstmal aufladen, wenn hier schon so eine schöne praktische Ladestation ist. Gehen wir mal durch den ehemals zugeschweißten Weg. So, wo geht's denn jetzt lang? Hier nicht, da nicht, unten nicht. Hier oben? Ah ja, hier oben, alles klar. Okay. Ihr Anzug. Diese drückende Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Na dann. So, steht alles größtenteils jetzt unter Wasser. Na, Prost, Mahlzeit. Ventilator ausschalten. Ah, da kommen wir da durch. Der ist eh schon ziemlich kaputt. Und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anja. Ihre Stimme, wie Balsam, meine Stütze. Eine Karte, okay. Leskowitsch. Fliegt da eine Drohne durch die Kante? Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. Na prima. Wer weiß, was in diesen Kälteschlafkammern ist. Hört sich nicht gut an. Überhaupt nicht. Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Das ist eine gute Idee, ist die wiederherzustellen. Natürlich. Ich wollte es gerade sagen. Fünf hat sie gesagt. Meine ist ein bisschen besser, meine aufgerüstete. So, was ist das jetzt schon? Ich denke, 5 Kälte kann man. Waren jetzt nur 3, ja. Alles auch schön in Altdeutsch geschrieben, in Sidderlin. Muss jetzt hier irgendwo weitergehen. Ich
hinten durch. So. Sprengkopflager. Ja, und nun? Ich bin hier durch oder was? Nee. Jetzt denke ich mal nicht runter, oder? Wenn sie mich noch hören Doch. Können, dann. Tatsache. Was auch immer passiert, Anya darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Diese Last muss ich selbst tragen. Noch mehr? Wow. Gut, die haben wir auch schon mal. Von unten durch. Diesmal habe ich den Weg rasant gefunden. Nicht so wie vorhin. So, dann wollen wir mal die Tür aufmachen. Und dann gucken wir mal weiter. Sehen, was da noch so also auf uns zukommt. Ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner. Hier müssen wir irgendwie rein, dann wahrscheinlich von der anderen Seite. Eine Drohne oder was? Stimmt dieses Sicherheitssystem. Nee, Drohnen.
Drohne ist auch weg. Schalter umlegen. Boah, noch einer. So klar. Atomsprengkopf nehmen. Alle hin? Ja. Ne, noch einer. Wow. Okay. So, jetzt nehmen wir mal den Sprengkopf. Oh, dann sind wir auch schon raus. Grace, ich hab den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich hab ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich! Hm. Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Der hat den Kommentar gar nicht ernst genommen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Sie sollten es wirklich langsam angehen lassen, Junge. Ah, die Hackerzentrale ist jetzt fertig. Genau. Echt nettes Boot, Mann. Scheiße. Wow. Was nenne ich mal auf dem Technik? Naja, wollen wir nachfragen, was unsere ist. William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht. Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt. Der kommt jetzt erst aus dem Scheißhaus. Direkt aus. Direkt im Streit. Smashy, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston. Aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Laskovic. Gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass 1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasche dich. Du stinkst.
Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen, solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte, nicht sie. Irene Engel, Rang General 56, 29 Dienstjahre, 1,65, Terrorzwerg. Gewicht 62, Kilo, Blutgruppe 0, negativ. Ehegatten kein, Kinder 5, männlich 1, weiblich. Bedeutende Leistungen, ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe in Berlin, ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe Germaniens, leitete von 48 bis 60 als Lagerkommandantin das Lager Selo, hat im Februar 60 die Wiesenau-Terrorzelle in Berlin gefasst. Oh, da geht's zum Hackerzentrum jetzt. Die haben sich fertig eingerichtet, während ich auf Mission war. Wie geht's denn so, Bruder? Ob sie wieder zurück ist? Nee. Irgendwo anders hin unterwegs sein. Tja, es tut mir leid, aber es ist. Ich muss auch erstmal mit der Situation klarkommen. Für mich ist es auch nicht einfach. Tja, dann sollten wir wohl neu nach oben, wa? Genau, Hangar. Wie in einem Sarg. Wir sind sicher, Barbara. Das zählt. Mach dir keine Sorgen. Dann bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Hass. Da hat sich aber jemand ausgetobt. Mit den Buntstiften. Oder Wachsmalern, besser gesagt. Ach, hier ran. Hubschrauber aufladen. Mit der Waffe. Okay. Lol. Die Waffe aufladen und damit den Hubschrauber. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da soll mal jemand sagen, dass Deutschland alles nur mit Diesel oder so betrieben wird. Voll modern. Das ist ein E-Flugzeug. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Ein E-Hubschrauber? So, dann brauchen wir wieder zurück. Bescheid sagen. Alles gut, Mann? Ja. So.
Und mal gucken. Sagen wir mal Bescheid. Und dann geht's wahrscheinlich gleich los. Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Hey, Max. Was hast du getan? Was ist hier los? Oh, Scheiße. Da kommt er. Gibt's was zu sehen? Himmel, Arsch und... Warum hat ihn keiner beobachtet? Hey, Folge, sind beschäftigt. Keine Zeit zum Babysitten. Dann sperrt ihn doch zum Schwein. Wo ist das Problem? Max, mein Lieblingshemd. Scheiße, Max. Fergus, das ist nur ein Hemd. Das ist nicht nur ein Hemd. Ich hab's im Kind losbekommen. Ist mein einziges. Okay, Leute. Lasst alles stehen und liegen. Jetzt machen wir ihnen die Hölle heiß. Herr Engländer, Sie haben Atomwaffen an Bord, wussten Sie das? Oh, deshalb hat nur eine gereicht, um Totenkopfs Basis dem Erdboden gleichzumachen. Wie sind Sie drauf gekommen, Sie Genie? Oh, Sie wussten es. Und haben nur eine benutzt? Erklären Sie mir das mal, Sie Vollidiot. Sind Sie echt so beschränkt? Verdammte Scheiße, Sie können nicht einfach wahllos Bomben auf Zivilisten abwerfen, Sie Knallcharge! Sie dumme Pissnäke, ich sag doch nicht, dass wir die einfach so über irgendwelchen Städten abwerfen. Sehe ich aus wie eine vom Regime? Nein. Ich würde sagen, Sie sehen aus wie ein scheißenspeiender Vulkan, der hier sowas von rumschreit, dass man sich nur noch die Ohren zuhalten kann. Tja, wenigstens sieht mein Gesicht nicht aus wie ein riesengroßer Analprolaps. Wenn ich allein schon Ihre Triefaugen sehe, kommt mir die Galle hoch. Verstehen Sie? Der Grund dafür, dass wir die anderen Atombomben nicht eingesetzt haben und dass Sie verdammt nochmal wirklich der letzte Vollidiot, ist ganz einfach. Wir brauchen erstmal ein Ziel. Tja, und ich habe ein Ziel, und zwar ein verdammt gutes. Ein ausgezeichnetes sogar. Also pflanzen Sie sich, Sie verkackt saublöde Schottenschote. Die haben sich echt lieb. Also hier. Specie ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Species Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das? Eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Sie gehört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Gatjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Scheiße, das wird Specie nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdischer. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Ja, da sammelt sich die Creme de la Creme der Kriegsverantwortlichen. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig. Denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen und sich in Mexiko angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blaskovic, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Bis denn dann.